Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu... Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Sprottle? Upper Hogsfield. Und wir sollen Briefe für Sirona holen. Aber was wir erstmal machen, ist natürlich unsere... Oh, ja, Braun. Warum hast du so eine... Ich will es gar nicht wissen. Alles klar, wir sollen auf jeden Fall hier einige Sachen machen. Aber ich habe das hier gerade vom Weiten gesehen. Die Briefe für Sirona holen. Aber was ist das denn? Was ist das? Hallo? Schauen wir uns das mal an. Nur wenige Hexen oder Zauberer können die Geschichte der schottischen Ehegärten bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen. Den schwarzen Magiern Eunan Blackwood aus dem 15. Jahrhundert. Geboren als Eunan Wood in einem nicht magischen Zweig der Familie, Wood wurde Eunan von seinen Muggeleltern missverstanden und suchte Bemühen, sich anzupassen, trost im Familiengewerbe, dem Heckenschneiden. Angeblich konnte er die Schwarzdornbüsche mit seinem Verstand kontrollieren und mit Leichtigkeit wunderschöne Formen schaffen. Das beeindruckte und verärgerte seine äußerst tolerante Familie gleichermaßen. Ihr Groll verschlimmerte sich noch, nachdem der junge Eunan eine Einladung nach Hogwarts erhielt, wo er in das Haus Hufflepuff einsortiert wurde. In Hogwarts lernte Eunan eine gewisse Artemisia Black kennen. Von der Familie Black wegen der Liebelei ihrer Mutter mit Artemisias Muggelvater verstoßen, hatte das Halbblut Artemisia ein kompliziertes Verhältnis zur Reinblütigkeit. Sie hielt sich des Mädchennamens ihrer Mutter für würdig und gab ihren Vater die Schuld an ihrer Ächtung. Gleichzeitig machte sie Wood für seine Muggelstämmigkeit verantwortlich, sondern hielt auch ihn für ein unfreiwilliges, unschuldiges Opfer der Muggelunreinheit. Okay. Confringo! Expelliarmus! Ich schau mal kurz, was die Map mir sagen will, was das für ein Ding ist. Also für eine Markierung. Heckenlabyrinth. Kannst du verborgene Schätze finden? Okay. Bau der riesigen lila Kröte. Wir werden mal. Ja, das Heckenlabyrinth, ich weiß nicht. Ah, warte, vielleicht. Lumos. Ah, okay. Ja, wir müssen den Schatz finden. Und weißt du, wie man in Labyrinthen am besten bleibt? Immer rechts bleiben. Immer rechts bleiben. Und dann wirst du irgendwann den Schatz finden. Boah, ist das... Für meine Framerate, die freut sich gerade. Tut mir leid, dass das irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich bin extrem schlecht, was Labyrinthe angeht. Deswegen werden wir es hier mal brute forcen. Weil das ist ein Algorithmus, sag ich mal, wie man aus einem Labyrinth herauskommt. Aber nicht unbedingt der beste. Weil... Ja, man läuft und läuft und läuft. Und wenn du so eine Sackgasse, wie wir gerade hatten, die läufst du einmal komplett ab. Wenn du Pech hast. Oder man kommt einfach wieder raus. Hä? Können wir bitte ein bisschen... also die Sicht ist ein bisschen merkwürdig. Ich bleib diesmal links, gucken, was passiert. Habe ich irgendwo eine Tür nicht gesehen oder so? Revelio. Merkwürdig. Ah, da ist der Schatz, okay. Wir versuchen es einfach mal. So, schau mal. Schön, dass dann das Labyrinth auch wieder verschwindet. Nicht identifizierter Gegenstand. Outfit. Ein ganzes Outfit haben wir gefunden. Okay. Sehr schön. Aber erstmal Kröten sammeln. Und ja, die sind doch ganz hübsch. So, komm her, du Kröte. Jetzt ist alles gut. So, eine haben wir schon mal. Ich hätte am liebsten zwei von jeder Sorte. Ich denke so, die einfachen, die können wir auf jeden Fall irgendwann holen. Auch hier Mondkalb und hätte ich jetzt eigentlich nicht alle verkaufen müssen gerade. Aber naja, ich war so ein bisschen, oh, da ist total viel Geld. Weißt du Bescheid? Livioso. Komm her, du lila Kröte. So. Wir müssen uns natürlich auch vor Augen halten. Ich tue dir nichts.
Wir beschützen die vor Wilderern. Wir kaufen, also wir fangen die natürlich nicht für unseren, ja, Personal Gain oder so. Nee, nee. Also wir beschützen die schon vor Wilderern, indem wir die sammeln. Und werden die natürlich nicht nachher ausquetschen, ob ihrer Nebenprodukte, wie es hier immer heißt. Finde ich auch einen komischen Begriff dafür, aber was willst du machen, ne? Alles klar. Riesenkröken. Hab ich da gerade noch, da habe ich noch eine gehört, ich wollte das sagen. Levioso! Komm her. Ziehe dich nicht. Komm in meine Tasche. Und so. Vielen Dank. So. Ich pass auf dich auf. Du hast ungenutzte Talentpunkte. Ja, ja. Oh, wir sind Level up. Sehr schön. Aber jetzt erst einmal natürlich gucken, was wir mit dem Auftrag haben. Und da vorne ist, scheint noch jemand unsere Hilfe brauchen zu können. Und hier ist gerade Party. Oh, cool. Komm. Wie viel Geld habe ich dem jetzt gegeben? 80? Wirklich? Upper Hawksfield wird von Renrocks Anhängern terrorisiert. Das ist nicht rechtens. Hallo, Humora. Weißt du, was auch nicht rechtens ist? Dass ich jetzt in dein Haus einbreche. Hallo? Ja. So, und einmal das. So. Wunderbar. Aber ich glaube, das ist okay. Wer so ein schlechtes Schloss besitzt, der möchte Besuch bekommen von zufälligen Menschen. Erstmal ein bisschen süßes Essen, alles gut. Das ist das erste Haus, in das wir einbrechen. In das wir plötzlich eingeladen wurden. Spontan. So, hallo. Komme ich da so dran? Ja, wunderbar. Geheimnisvoller Kordumhang. Alles klar. Sehr geheimnisvoll. Das könnte reichen. So, aber erst einmal... Ich lasse mich von allen. So, ich lasse mich von allen immer so ablenken, was hier ist. Vor allen Dingen, ich habe gerade so auf die Map geguckt und dachte, ja, was haben wir denn da? Das sind noch ein paar Kisten, Häuser, in die wir einbrechen können. Und dann habe ich da hinten was gesehen. Und das müssen wir natürlich auch mitnehmen. Hier ist irgendwo eine Karte. Oder irgendwas, sagen wir mal so. Guten Tag. Das braucht ja keiner mehr, ne? Rahmenlose getönte Brille mit besseren Fähigkeits... Also... Das müssen wir jetzt nicht kaputt machen. Das ist Vandalismus. Das hilft uns auch nicht weiter. Ich hätte gerne so ein Fassbier. Hier wird also das Butterbier hergestellt. Aha, okay. Revelio. So. Kürbislimo. Kürbislimo ist ein kohlensäurehaltiges Modegetränk und, ach, mit Kürbisgeschmack. Es ist hier noch nicht so beliebt wie Butterbier, aber das könnte sich ja ändern. Naja, da wir es in normalen, also im echten Harry Potter, sage ich mal, nicht gehört haben, oder zumindest nicht so viel, dass ich mich jetzt großartig dran erinnere, ist es okay. Weißer Umhang. Oh, einfach nur weiß? Ich frage für einen Freund. Weil wir hatten... Ist das der coole? Nee. Ah, okay. Er ist ganz cool. Aber irgendwie, weil der so kurz ist... Naja. Wir bleiben mal bei dem. Und wir haben eine bessere Brille bekommen. Keine Eigenschaft. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall. Wunderschön. Und ja, genau. Wir wollen diese Maske auf jeden Fall. Oder die hier. Was meinst du? Die haben wir jetzt neu. Ich weiß nicht, so manche Masken, also diese ganzen Gesichts-, also kompletten Masken sind irgendwie komisch. Ach ja, genau. Als ich off-camera gespielt habe, habe ich den hier bekommen. Fand ich irgendwie cool, diesen Zauberstab. Jetzt nicht mehr so. Ich glaube, wir nehmen den einfach wieder, so einen ganz normalen. Das war der neue. Ich finde die mit diesen großen Köpfen obendran sehr unpraktisch. Von daher lassen wir das einfach mal. Ich meine, ich muss den natürlich nicht in echt selber benutzen. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Ja. Du gehörst mir. Hallo, Humora. Du gehörst mir, Demigeist? Habe ich da gerade Demigeist gesehen? Da ist es. Und da. Also unser Charakter hat gerade gesagt, du gehörst mir, Demigeist.
Da bist du. Okay, cool. Hi. Ich bin der schlechte, also der schlimmste Einbrecher aller Zeiten. Hier ist eine Demigeist-Statue. Ich möchte mal eben kurz. Ja, bis zur Nacht warten. So. Guten Tag. So, ein Demigeist-Mond. Sehr schön. Alles klar. Ist jetzt ein bisschen dunkler hier. Ein bisschen ruhiger. Warum habe ich da nicht die Schatz... Also die Kiste gesehen? Weil ich den Demigeist gesehen habe und habe mich ablenken lassen. So einen großen Schreibtisch. Ich wollte immer so einen Schreibtisch haben. Im Sinne von, ich finde die sau cool, aber ich weiß halt nie, wofür die sinnvoll wären, sag ich mal. Weißt du, so ein großer mit so 10.000 Fächern und so. Sieht interessant aus. So viele unterschiedliche Sachen, vor allen Dingen in dieser Größe, habe ich zu Hause nicht gebraucht am Schreibtisch. Goldkugeln. Aha. Okay. Schönes Bild mit diesem Skelettkopf da vorne vor, richtig hübsch. Das ist sehr heimelig, was du hier hast. So. Schade, dass Barolf dachte, schwarze Magie sei die Antwort. Rockwood hatte wohl irgendetwas mit seinem Verschwinden zu tun. Okay. Verzeihung, haben Sie gerade Barolf Beaumont erwähnt? Warum? Verzeihung, haben Sie gerade Barolf Beaumont erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Barolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Warum haben wir Barolf... Haben wir den Namen schon mal gehört? Naja, was, wenn Barolf nicht gefunden werden möchte? Könnte Barolf nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Barolf hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten. Oder Schlimmeres. Okay. Und warum sollte er sich mit Rockwood eingelassen haben? Warum sollte Barolf sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Okay, ich halte die Augen offen. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Barolf wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Okay. Er wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit ihr reden wollen. Klar, auf jeden Fall. Aber erstmal, wir hatten eigentlich was ganz anderes vor. Hallo, Mrs. Brottle. Sirona Ryan hat mich gebeten, Sie zu besuchen. Sorry. Oh, die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Megapower-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Sprottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Klar, wir haben ein paar dabei. Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Sprottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, bevor er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie 2 Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren.
Die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Okay, können wir gerne machen. Ich habe die Höhle, glaube ich, schon gesehen. Aber was war denn in der Schachtel, weißt du das? Erinnern Sie sich zufällig, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von Ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Kenne ich. Also meine Jugend ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber ja, man kennt das. Wie war Sirona so in meinem Alter? Sirona sagte, dass sie in den Sommerferien immer bei ihnen gewohnt hat, als sie noch in Hogwarts war. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn sie und ihre Freunde uns besucht haben, wie sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Okay, nicht schlecht. Danke, Mrs. Sprottle. Danke, Mrs. Sprottle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Ja, klar, auf jeden Fall. Gerade die reisenden Händler freuen sich bestimmt sehr darüber. Ist doch eine andere Höhle, als ich gedacht habe. Ich habe hier vorne eine gesehen. Die würde ich mir jetzt mal auch genauer angucken wollen. Einfach nur so. Einfach mal so aus Spaß. Weil man muss sich ja auch mal ein bisschen nicht von den Quests lenken lassen. Ne? Ist ja nicht so, als würden wir uns immer nur über Quests nachdenken. Das sind Inferi, okay. Die sind gemein. Confango! Levioso! Expelliarmus! Okay. Incendio! Warte, so. Confango! Triff einen Gegner in der Luft mit Descendo. Okay, das können wir schaffen. Levioso, Descendo. Wow, okay, das ist viel Schaden. Confango! Expelliarmus! So. Übrigens, Glazio oder Glazie, wie auch immer, mit Defindo ist ein ganz böser Zauber. Eine ganz böse Kombination. Da kommen wir nicht rein, alles klar. Schade. Kommen wir da unten denn rein? Oh wow, das ist aber sehr weit unten. Okay. Wo sind wir denn hier? Das ist ja ganz woanders. Schloss auf Stufe 1. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hallo, Homora. Ich lasse mich mal kurz ablenken. Und zwar gehörig. So. Das war hier und das war da. So. So. Dann schauen wir uns mal an, was in dieser wunderschönen Höhle ist. Denn ich mache mal Licht an, damit ihr auch was seht. Hier muss doch irgendwas sein. Oh, da ist eine Kiste. Dunkler Schal mit Wüstenmuster. Okay. Bisschen Geld. Und Revelio. Das war's. Okay. Interessant. Eigentlich ganz witzig. Aber sehr antiklimaktisch. Lass mich mal vorbei. Nicht viel zu tun hier oben. Oh, guck mal. Nicht identifizierter Gegenstand Gesicht. Oh, das bringt mich auf eine Sache. Das machen wir noch in dieser Folge. Was heißt, machen wir noch in dieser Folge? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber ich will noch einmal kurz zurück in unseren Raum der Wünsche. Wir haben ein Outfit bekommen zwischendurch. Und das würde ich mir gerne mal anschauen, was das ist, weil das ist legendär. So, einmal hier. Purpurrotes Reisegewand und violette Drachenaugenbrille. Mhm. Das sind auf jeden Fall zwei Sachen, die besser sind, als wir jetzt im Moment besitzen.
Erhöhter Schaden mit Incendio, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Das können wir schon mal anziehen. Ist auch, ja, vom Stil her akzeptieren wir das jetzt erstmal. Anders als das hier. Fokus der alten Magie erhöht die Fullrate der alten Magieanzeige. Auch sehr schön. Nur, ja, der hat die Brille nicht. So, neuen Zauberstabgriff haben wir auch bekommen. Dieses geringelte Golddesign. Na, das muss nicht sein. Ich glaube, wir gehen wieder auf Weiß. Fand ich irgendwie am schönsten. So. Genau, und wenn ich gerade schon mal hier bin, ernte ich mal eben auch ganz kurz. Weil, ja, das dauert 10 Minuten, bis das fertig ist. Da kann man immer mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Komm, zack, zack, zack. Und zack. Und zack. Ich denke, wir haben eh so viele Zutaten inzwischen, dass das keinen großen Unterschied mehr macht. Aber trotzdem. Dick hat hier noch nie so viele Pflanzen gesehen. Ja, ja, alles gut, Dick. So. Tierchen. Oh, da. Oh, der ist nicht. Dem geht's nicht so gut, okay. Warum funktioniert das mit dem Füttern dann nicht? Nur mal so. Ich frage für einen Freund. Ess schneller. Toll, jetzt sitzen sie hier alle am Essen. Okay. Ah, okay, die kriegen das, wenn wir ankommen. Und dann können wir natürlich auch ein bisschen was sammeln hier. Wunderbar, alles klar. Das wollte ich nur mal eben kurz machen. So, was wir jetzt aber nicht eine Karte von Hogsmeade, eine Weltkarte. Wir wollten ja da vorne diese Höhle angucken. Hüter des Bruders, Zauberstabgriffe bekommen wir da und da wurden Jabbatnolls. Da haben wir schon ein paar von, das ist okay. Wir könnten natürlich ein paar einsammeln. Wenn wir welche sehen, sammeln wir welche ein. Aber ich will das nicht, dass es jetzt einen großen Teil des Let's Plays macht, dass wir Sachen sammeln. Okay, komm, wir lassen das einfach. So, wir schauen erstmal nach, ob wir den Bruder finden. Oh, da sind Gegner. Das sind Wilderer. Mag ich nicht. Böse Viecher. Hurra. Guten Tag. Glacio. Defendo. Okay. Incendio. So. Confringo. Expelliarmus. Descendo. So, halte einen Gegner in der Luft für 10 Sekunden. Okay, wie soll ich das denn machen? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das machen kann. So, versuchen wir mal. Okay, schafft man nicht. Schafft man nicht, keine Chance. So, wirke Stupor auf einen Gegner. Dafür müssen wir hoffen, dass sie diese blockbaren Angriffe machen. Trägt dieser Inferius einen Vollpullover? Das muss Mardolf sein. Protego, Stupor. Stupor. So, die machen wir mal. Und dann können wir das mal rausfinden, weil das andere werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. So. Glacio. Defendo. Okay, wir müssen ihn erst in Feuer bringen und dann mit Defendo. Incendio. Glacio. Defendo. So, ich glaube, Mardolf Bormont geht's nicht so gut. Vielleicht will Madame Bormont gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. Nee, ich glaube, wir sollten auch nur sagen, Levioso. Er ist tot. Ich glaube, das reicht. So. So. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet, ob wir da einen Punkt bekommen haben. Naja, Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt zwei der Flüche gemeistert. Aber um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen werde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken. Sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken.
Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hawksfield zu schützen. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Hä? Okay, das habe ich da nicht rausgelesen, aber... Revelio! Ist okay, wenn du meinst, dass man das daraus gelesen hat. Merkwürdig. 2 von 2. Was ich gerade bezeugt habe, stoßt mich ab. Sie haben einen Ferus geschaffen. Sie haben einen verstümmelten Leichnam zum Leben erweckt. Ich habe versucht, mein Entsetzen über das, was ich dort sehen musste, zu verbergen, aber ich fürchte, sie haben mich durchschaut. Ich muss sie irgendwie überzeugen, dass ich kein Spion bin, dass ich nicht hier bin, um ihnen zu schaden. Gelingt das nicht, könnte ich der Nächste sein. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als Nächster dran sei. Ja, ich glaube... Okay, ich glaube, das haben wir schon gesehen. Dass er als Nächster dran ist. Ja, Inferi sind eine böse Sache. Weißer Nadelstreifenschal in Schwarz-Weiß. Hühnchen. Okay, alles klar. Wir haben Bardo gefunden. Ich werde noch einen davon mitnehmen. Komm, warum auch nicht? Obwohl ich glaube, am einfachsten, um Geld zu machen, sage ich mal, ist tatsächlich einfach Muddelmuff. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir treffen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Dasein und bis dann. Ciao.